Ja, Hallihallöchen, guten Abend, gute Nacht oder guten weiß der Geier, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen heute für euch Never Ending Nightmare. Es ist ein, ja, gezeichnetes Horrorspiel. Sieht sehr creepy aus und ich habe schon viel von gehört und es soll echt gut sein. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und wir haben schon gleich gesehen, dass wir am Anfang waren. Wir haben geträumt, dass wir jemanden erstechen. Das ist nicht so schön. Okay, rennen. Okay, das ist Dunkelheit. Gehen wir mal durch die Tür. Ich weiß nicht, wer wir sind, wo wir sind und was wir hier tun. Aber wir werden es rausfinden. Ah, okay. Man kann also auch nach oben laufen. Ein schönes Bad. Nicht. Er hechelt ein bisschen, Fille. Was ist denn das für ein Klo? Was ist denn das für ein Klo? Also ein BD ist es nicht. Egal. Okay, wir gucken mal weiter. Das war das Bad. Schöner langer Flur. Die Gemälde sind so semi-geil, wenn ich hier irgendwie die Szenerie des Erhängten mir angucke. Und Fidel Castro daneben. Okay. Sehr cool, alles klar. Also ich... Oh. Also mal liebevolle Familie. Ne? Schön, schön. Scheinbar sind alle Gegenstände, mit denen wir interagieren können, in Farbe. Und der Rest scheint schwarz-weiß zu sein. Das ist natürlich sehr cool. Denn, schauen wir nochmal. Okay. Schinken. Eine Küste. Und die Ming-Vasen. Und dazu ein Schnösel mit einer... Bionade in der Hand. Vor einer Stele. Oh, was sind das für Bilder, ey. Wahnsinn. Okay, also ich würde jetzt einfach mal wirklich hier versuchen, mal die... Oh, eine Bibliothek. Die Türen einfach mal abzugehen. Weil das Haus scheint wirklich sehr, sehr groß zu sein. Was haben wir hier? Ein Buch? Alles klar. Das sieht aus wie das Alte Testament oder irgendetwas. Psalm 22. Ich kenne leider die Bibel nicht. Aber es wirkt sehr religiös. So, dann flitzen wir mal weiter. Und in diese Tür. Er hechelt ganz schön. Hechelt ja. Oh, bist ja nicht so ein Puter, ey. Nee. Oh, wir sind aber auch so eine Frohnatur. Guck dir das da mal an. Oh, da. Was ist denn das? Was ist denn das? Da hinten. Okay, okay, Jumpscare. Oh nein. Fängt der jetzt hier an zu heulen, wenn er länger als 3 Meter läuft, oder was? Alter, was ist das denn hier für eine Pfeife? Oh Gott, echt? Na, dann hoffe ich mal, dass ich hier nicht irgendwo mal wegrennen muss in dem Spiel, denn ansonsten kommen wir nicht weit. Also das ist ja... Oh, ein schönes Esszimmer. Das ist ja ein Sportler hier vom Herrn, da. Ja, tatsächlich irgendwie die Condi... Können wir vielleicht die Condi noch in irgendeinem Skill... Hey, 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 hey. Ohne sowas. Können wir vielleicht die Condi noch in irgendeinem Skillbaum hoch... Oh, hochpimpen? Oh, schön. Oh, schön. Ja. Ganz toll. Oh, da hinten. Was haben wir da? Ein Beil? Komm da ran. Können wir das nehmen? Will ich das überhaupt nehmen? Oh, das wirkt alles so beklemmt und frustrierend hier irgendwie. Ach du Scheiße. Und draußen sind wir. Ey, wir sind barfuß. Soll ich jetzt hier wirklich rausgehen? Okay. Nur mal. Ja, schön. Der Effekt mit der Dunkelheit ist sehr cool gemacht. Ja, ist ja gut. Hol Luft, Junge. Hol Luft. Oh Gott, ey, so ein winselnder Welpe. Na klar, wir gehen erstmal nachts auf den Friedhof. Barfuß. Alexander Bruce. Hasi Al-Kabi. Hm, toll. Wen haben wir noch? James Caps. Joshua Note. Ja, wahrscheinlich. Ah, das wäre natürlich cool, wenn sie hier so ein bisschen so die Unterstützer des Spiels oder halt auch die Programmierer selbst halt natürlich hier mit eingebaut haben. Mocker White.
Das ist ein netter Name. Oh, ein Blumenstrauß. Ein Kondolenzkranz. Blumenstrauß. Gabby? No. Gabby Smith. You're still sleeping? You promised we'd meet for breakfast. Oh. Are you okay? You look upset. I'm sorry. I just had a terrible nightmare. I dreamt you were dead. That's silly. I'm fine. Besides, you always promised you'd take care of your little sister. Okay. That was when we were kids. It's still true, isn't it? Yeah. Why don't you try to get back to sleep? I'll wait outside. Okay, Gabby ist also unsere Schwester. Mal gucken, ob wir unsere Eltern jetzt hier auch noch finden, die hier vorhin schon so schön... Mal kurz hier... Was haben wir hier jetzt? Och, schön! Das Bad. Ein bisschen blutigen Auswurf. Wer kennt's denn nicht am frühen Morgen? Zähne! Nein, ganz schau. Super. Schön. Die Frage ist jetzt halt natürlich auch, träumt er die ganze Zeit? Oder wacht er ständig aus Albträumen auf? Oder was ist jetzt hier Phase? Na gut, okay. Wir gucken. Es wird ja immer besser hier. Die Bilder, verändern sie sich? Der Schinken hing doch woanders. Ich würde sagen, wir gucken mal erstmal, wo die Gabby ist. Oh, das ist aber auch wirklich... Also der Soundtrack ist schon... Der ist schon ziemlich krass. Oh, na aber gute Laune steht uns da entgegen. Oh, wunderbar. Das ist überhaupt ja nicht... Anklagend. Wo ist denn das denn? Oh, okay. Zugenagelt. Komm mal. Okay. Wir haben jetzt natürlich... Kann ich hier... Ah, ach cool. Das haben sie ja cool gemacht. Das haben sie ja cool gemacht. So, dann gehe ich mal hier rein. Hm, Kinderzimmer, Spielzimmer oder irgendwas. Na, ist der kleine Soldatemann heute mal erstmal ein Ei legen. Viele Bäder hier. Mhm. Also muss ja wirklich ein fürstlich großes Anwesen sein. Ach, du meine Nase. Fürstlich großes Anwesen sein hier. Oh, verstörende Puppen, ey. Kann ich hier irgendwie nehmen? Man kann auch nicht interagieren. So ad hoc muss ich auch feststellen, wir haben auch kein Menü und nichts, ne? Also bis jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob nachher noch eins kommt. Oh, schon wieder diese... Scheiße. Das ist ja... Das ist ein Typ, ey. Ja, komm, komm. Leg da erstmal hin. Atmen wir mal erstmal tief durch. Nimm mal den Asthma-Spray. Also der klingt ja wirklich so, als hätte er hoch... Oh, was ist das denn, Alter? Was ist das denn für eine Uhr? Leute, nee. Oh, krass. Oh, krass. Das ist cool gemacht. Das ist ja richtig cool gemacht. Sehr, sehr cool. Schön. Also ich mag dies. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich mag die Stilistik dieses Spiels. Weil es echt schrullig und skurril ist irgendwie. Aber wenn ich jetzt... Also die Jumpscares funktionieren trotzdem, muss man sagen. Auch wenn das jetzt hier alle bloß so kritzekratze gezeichnet ist. Oh. Ich glaube, ich werde heute Neverending Nightmares hier von dem Hechel von dem Typen haben. Oh, kann man hier was nehmen? Hey! Who are you? Ah, man kann... Und du hast gleich jetzt wirklich seine Hand, oder was? Der Schnösel. Der Schnösel. Was ist das? Oh, kann ich das... Kann ich es nehmen? Ein Nähzimmer. Hm, schau mal, guck. Warte mal, eine Schublade hier vorne. Das sieht so... So special aus, aber nee, kann man auch nichts machen. Ja, das Schlimme ist irgendwie, ich muss den halt, muss den mal so ein bisschen die Sporen geben, weil ich kann ja hier nicht die ganze Zeit hier so lalalala vor mich hinschleichen. Dann sind wir ja morgen noch nicht fertig hier. Oh, jetzt. Außerdem hält mich schon hoffnungslos. Ach du Schande. Nee. Lass mal gut sein. Oh Gott. Nee, da geh ich mal raus. Da geh ich mal ganz schnell raus. Oh, Scheiße. Oh, eine Kerze. Schön. Eine Kerze. Dann nehmen wir mal neben anderen.
Obwohl ich da nicht rangehen will. Da, wo es so wimmerte. Komm ich gleich mit drin? Ach, ey. Wie? My God. Why have you forsaken me? Alter, sind wir das? Das sind doch wir. Wir kennen doch diesen Polunder, diesen Schlafanzug. Unter 100 hin. Okay. Nicht, nein, warte mal, können wir das hier nehmen? Können wir hier... Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja. Ist ja Schau. So, geh mal raus hier aus dem Zimmer. Das ist mir ja nichts. Das ist mir mal nichts hier. Hier vorhin hat man noch eine Tür gesehen. Oh, fuck, Alter. Nein, das ist jetzt ja... Oh, ist schon ein bisschen... Ist schon unheimlich. Ist schon unheimlich. Ah, oh, okay. Oh, ihr Schweine. Nee, macht man nicht so weit jetzt hier. So, komm, gib alles, Junge. Sehr, setz da erstmal hin. Kann ich hier einen Brief angucken? Nein, kann ich nicht. Ah, fies, fies, fies. So, und hier war noch eine Tür, wo alles schwarz war, oder? Ja, langsam durchatmen, mein Freund. Ja, alles ist gut. Beruhig dich. Bring den Puls runter. Ach nee, hier muss ich noch rein. Und hier war etwas schwarz. Und hier würde ich jetzt mal reingehen. Oh. Der Keller. Nein! Hallo? Soll ich jetzt... Ich muss wahrscheinlich Werkzeug finden, um die Bretter abzumachen. Aha. Und da haben wir eine blutige Axt. Sehr schön. Ja, wie willst du jetzt die... Nein, macht das mal nicht. Oh! Alter! Alter, nee! Oh, das ist ja eine fiese Scheiße. Oh, und das kam hier noch so lustig, so als immer so ein kleines gezeichnetes Spiel daher. Oh, nee. Na toll, na toll. Aber wir haben eine Axt. Also scheinbar dürfen wir nicht in der Dunkelheit bleiben, oder was? Oder was? Oder denn ansonsten sterben wir oder bringen uns um, oder wie? Atme. Atme. Und setze mich raus. Ob der vielleicht in dem Spiel noch... Was rasselt denn hier? Sind das Ketten oder was? Gottes Willen, Alter. Was ist das hier für ein Haus? Und die Dunkelheit scheint uns zu verfolgen. Und wir hacken uns jetzt hier mal kurz durch. Aha. Na, sehr schön. Und wir steigen nach oben. In die Dunkelheit. Ein Dachboden. Mit Kerzen. Oh nein, Alter. Nein, unsere Schwester. Oh fuck, Alter. Echt jetzt? Nein. Wachen wir jetzt jedes Mal hier irgendwie auf aus irgendwelchen bizarren Albträumen? Ach du Schande, ey. Ach du Schande. Achso. Kann ich da jetzt rein? Ich probiere mal da oben kurz mal in den Wandschrank reinzugehen. Ganz toll. Oh, die Mucke, Alter. Ist ja fürchterlich. Und jetzt ist alles runtergekommen ohne Ende. Und auch diese Bild ist runtergekommen. Alles ist jetzt vermodert und überall Spinnenweben. Oh Gott. Das ist okay. Oh, was ist das?
Ja, hallo. Sieht ein bisschen aus wie unsere Schwester. Nur ohne Augen. Ganz toll. Kann man sich... Ich denke, das ist das Entwicklerteam, was sich hier irgendwie verewigt hat. Kann das sein? Ah, okay. Alles klar. In die Tür sind wir, glaube ich, reingegangen. Dann sind wir einen kleinen Bogen gelaufen und hier wieder rausgekommen. Sehr schön. Na, dann laufen wir mal weiter. Hier geht's wieder nach hinten. Was ist das denn? Ein Schrank? Nein, nein, nein. Sag mir nicht, ich muss mich vor irgendwas verstecken. Nein, werden wir jetzt hier haunted oder was? Oh, und wir sind da so ein... Wir können doch keine 3 Meter rennen, ohne zu kotzen. Oh, nee. Oh, nee. Na, das wird doch nicht. Das wird doch nicht. Können wir hier irgendwas nehmen? Nicht, nee. Also, wenn es halt wirklich der Fall ist, dass wir halt wirklich nur mit Sachen interagieren können, die farbig sind, dann macht es das natürlich sehr einfach irgendwie, dass man nicht alle Räume wirklich komplett immer so abtast laufen muss. Suchen wir jetzt eigentlich immer noch unsere Schwester? Nachdem wir sie jetzt oben am Hang gefunden haben? Oder... Was ist jetzt? Was ist jetzt hier los? Oh, das nochmal. Muss ich mal ganz kurz nochmal angucken. Nochmal so eine Puppe mit einem Blumenstrauß. Oh Gott. Das sieht jetzt nicht ganz so aus wie unsere Schwester. Ein bisschen anders aus. Hier scheinbar nicht durchzukommen. Oh, da ist ein Teufelsfisch oder was da war. Oh Gott, Alter. Oh. Puppen, laut überall Puppen. Das wäre wie ein Spiel für Benny. Das, der würde das ja jetzt. Der wäre schon, ja. Rage Quit. Da jetzt lang und hier jetzt lang. Ich gehe mal hier erstmal rein. Und können schon gleich instant wieder rausgehen. So, ich guck mal hier kurz. Ey, was werden uns nachher die Puppen hier verfolgen oder was? Oh Gott, überall Puppen. Ah. Und ich spaß ja noch so über Benny. Ich selber finde das fürchterlich mit diesen Puppen. Also, was. Also diese etwas bessere, ihr malten Bilder, die lassen sich anschauen, wie es aussieht. Das hat jetzt unsere Schwester als Kind mit einer Kiste, einer Schatulle. Mit etwas Mysteriösen darin. Okay, da geht's wieder um die Ecke. Mann, Alter, was ist das hier für ein Haus? Was ist das? Was ist denn das? Oh, ich bin weg. Oh. Schnell, Mann, verpiss dich. Und ich kann nicht rennen, Alter. Nein. Was war denn das, bitte? Oh Gott, was war denn das, bitte? War das ein Riesenbaby? Oh. Wieso muss ich denn immer so eine Spiele haben hier? Und gerade heute hatte ich ein Gespräch mit Benny über die Art der Spiele, die wir jeder einzelne spielen. Ja? Wenn Benny sagt so, oh, er hat immer so eine Frustspiele. Oh, wundervoll, wundervoll. Ist jetzt ein bisschen kaputt. Er hat immer so Frustspiele, wo er, wie zum Beispiel bei The Evil Within, ja, du stehst vor einem Bossfight irgendwie und hast nur irgendwie, keine Ahnung, irgendwie zwei Patronen für die Pistole, einen Schuss für die Shotgun und ein bisschen was für einen Flammenwerfer. Und das war's denn. So. Kann ich vollkommen verstehen, aber ey, sorry, Benny. Das ist jetzt hier auch nicht unbedingt so ein Ausflug ins Disneyland.
das wäre sowas für dich, Alter. Du würdest ja sowas von leiden hier. Noch ein Schrank. Versteck mich mal gleich. Ach, das ist ja kein Teufelsfisch, das ist einfach so ein verrotteter Truthahn oder irgend so was auf dem Teller. Ugh, get. Aber jetzt sind doch, glaube ich, diese Watsche-Geräusche nicht zu hören. Ich hoffe, der kommt jetzt hier nicht irgendwo. Okay. Wo müssen wir denn hin, Alter? Wie groß ist dieses Haus? Das ist ja abartig. Und schon wieder so eine Puppe. Was sollen wir mit den Puppen? Die, also, okay, wir finden davon halt verschiedene Puppen mit verschiedenen zerschlagenen Gesichtern. Was soll uns das sagen? Oh, die Puppe da oben eingesponnen, ey. Was soll uns das jetzt sagen? Und immer weiter runter. Oh Gott, der Baby schreit oder was? Oh Mann, Leute. Wieso? Aber ja, also wir werden uns wahrscheinlich in irgendeinem ständig hintereinander sich angereihten Albtraum befinden. Irgendwie gehe ich mal von aus. Die Frage ist nur, wachen, also wir müssen wahrscheinlich, das Ziel des Spiels wird sein, wahrscheinlich aus diesen irgendwann halt zu erwachen. Oh, was ist, wie, was, nein, nein, Mann, nein. Lauf, Junge, lauf. Oh, 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 oh Gott. Oh Gott! Oh Gott, na das war ja mal knapp. Das war ja mal knapp. Versteck mich in diesem Puppenbett. Oh Gott. Oh Gott. Kommt der hier durch? Ich hoffe nicht. Oh. Oh, scheiße, ey. Alter, der Boden sieht ganz schön kaputt aus. Echt jetzt? Echt jetzt? Aber es gab jetzt auch keinen anderen Weg. Okay. Na. Na toll, Alter. Na toll. Und wir wachen irgendwo auf hier oder was? Shit. Ach, shit. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Und das ist es, was ich meine. Das ist hier so fürchterlich irgendwie. Dich verfolgt irgendwas und du kannst 3 Meter spurten und dann... Mann, nicht doch. Oh Gott, was? Was ist denn, wenn ich jetzt hier mal runtergehe? Hier haben wir schon wieder eine Puppe. Die lächelt diesmal und ihre Augen bewegen sich. Das ist ja überhaupt gar nicht mal unheimlich. Hm. Aber was zur Hölle hat er zu sagen, irgendwie? Wir können ja auch die Blumen nicht nehmen. What the hell? Oh nein. Mal kurz hören. Hören wir irgendwas? Ja. Hier läuft einer von diesen Leuten. Von diesen Leuten, vor allen Dingen. Monsterbabys. Fast wieder rauslaufen. Ja, schön, das Zeug jetzt. Jetzt hinterher? Okay, schnell hier rein. Ah, okay, alles klar. So können wir anscheinend ausplayen. So, jetzt müssen wir bis warten, bis er wieder vorbei gewartet kommt. Und
und so lange verstecken wir uns im Schrank. Und wie viele Puppen sind bitte in diesem Haus? Das ist ja ekelhaft. So, Leute, schätzt mal, wie viele Puppen hier in dem Haus sind. Haut mal bitte eine Zahl in die Kommentare. Na, Baby? Tschüss, Baby. Ich geh weg. Nein, Alter. Ich höre schon wieder ihn. Sind jetzt wir? Okay, ich höre was kommen, aber ich bin der Meinung, ich höre jetzt wir. Nein, es sind zwei. Kann ich den jetzt hier? Okay, also ich muss mich wirklich anscheinend Schrank für Schrank vorwärts bewegen, um Captain Krampfader hier irgendwie. Was ist denn los? Riechen die mich? Können die mich auch rausholen? So, okay, es geht wieder nach oben. Das war ja ein toller Keller. Super. Okay, wir können noch nicht rennen. Die Treppenanimation ist immer im gleichen Tempo. Ah, okay, alles klar. Hier sind wir abgestürzt. Okay, wir sind auf der anderen Seite. Quasi auf dem anderen Ufer. Ja, das sieht ja schon fast freundlich aus, diese Bibliothek. Finden wir jetzt... Oh Gott. Oh! Wieso? Aber, Okay, wir haben uns also... Sind wir jetzt in einer Irrenanstalt? Was ist das denn bitte? Wir haben uns also selbst gefunden. Und wir haben gerade... Alter, was ist denn mit dir los? Nein. Wir sind in einer Nervenheilanstalt. Wundervoll. Okay, also, ganz kurz nochmal rekapitulieren. Wir haben uns selber gefunden. Tot. Und wir haben jetzt anscheinend gerade unsere Schwester als Kind gefunden. Tot, was? Ist jetzt hier gerade unsere Tür gegangen. Und wir wachen jetzt in einer Hirnanstalt auf. In einer Nervenheilanstalt. Na, Prost Mahlzeit, Alter. Die Rahmen sind farbig. Kann man hier reingucken? Na toll, ey. Oh, das sieht aber auch nicht besonders nach einer neuzeitlichen Nervenanstalt aus. So, das sieht ja alles sehr 19. Jahrhundert aus. Oh, da müssen wir Tine Wittler nochmal durchschicken hier. Die steckt mal schöne Duftkerzen auf. Okay, was kann man hier? Brauche ich hier einen Schlüssel? Den ich nicht habe, aber... Hm, na gut, wir gehen jetzt mal weiter. Haben auch gar keine andere Wahl. Zelle 1. Ja, was ist jetzt hier passiert? Irgendwie. Oh. Vor allen Dingen, bin ich jetzt hier alleine? Wieso? Oh, das ist alles so nett. Das ist der ganze Körper Gänsehaut hier. Ja, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, was musst du so schnell von rechts nach links laufen? Oh. Ja, komm runter. Okay, die Medical Reception. Da gehen wir mal rein. Oh, so, oh Gott, die Hydrotherapie. Na bitte, Alter. Und daneben ist... Block A. Row 3. So, nö, noch vorher. War, die Leute, die mich kennen und die den Kanal kennen, wissen, dass ich sehr gerne mir ein Bad
einlasse und ein Bad nehme in Horrorspielen, wo ich die Gelegenheit und die Möglichkeit habe. In dem Falle mache ich mir jetzt erstmal hier eine schöne Wanne und lege ein bisschen Chardy auf. So. Okay, dann gehen wir mal nach. Also die Soundkulisse ist echt fies. Blut. There's blood. Blood on the wall. Okay. Was? Oh Gott. Ich möchte mich jetzt eigentlich bloß noch leise vorwärts bewegen. Muss ich jetzt hier in jede Zelle angucken? Finde ich hier irgendwas, oder? Was ist jetzt hier los? Also es wird ja mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es wieder ein Traum sein. Aber was für ein beschissener Mann, Alter. Was? Träum doch mal vernünftige Sachen. Kann doch jetzt hier nicht dein Ernst sein. Warum träumst du sowas? So. Die Hand kann ich mir nicht anschauen. Hier unten liegt auch Blut. Und wir gehen nach unten. Okay. Drücken muss ich trotzdem, aber er kann leider die Treppen nicht runterrennen. Er ist barfuß. Das wundert nicht. Wer rennt schon gerne an Gittertreppe nach unten und bleibt dann mit dem kleinen Möbelfinderzeh hängen. Aber allerdings wissen wir auch irgendwie von diversen Horrorfilmen und Spielen, dass der Keller einer nervenden Heilanstalt niemals irgendetwas Gutes heißt oder verbirgt. Oh, fuck. Oh, bin ich jetzt durch Glas hier laufen? Oh, das muss doch Uni sein. Oh Gott. Oh nee, so eine Blut. Ich blute jetzt auch noch. Ach Gott. Das, also prinzipiell ist das eigentlich total komisch, ne? Also im Videospielen, es ist ja automatisch, deine Spielfigur wird irgendwann verletzt. Ne? Du verlierst irgendwann Power, Leben, wie auch immer. Ne? Aber wenn ich mir diesen gebrochenen Halm hier angucke, ja, diesen zitternden Welpen irgendwie. Also gleite leider mit ihm ein bisschen mit gerade irgendwie, wo er so durch Glas läuft und blutet. Der kleine arme Jüngelchen, das Jüngelchen. So, Gott sei Dank hat er aufgehört zu bluten. Storage, okay. Was gibt's hier Schönes? Können wir hier was nehmen? Was haben wir denn hier? Arsen. Arsenkapsel. Oder vielleicht irgendwie ein Fetzchen Rollstuhl, irgendetwas. Nein, können wir nicht. Das Doctor's Office. Okay. Block B. Row 2. Ja, aber was ist denn jetzt hier der Sinn der Sache? Irgendwie muss ich jetzt hier, kann doch jetzt hier nicht ständig von A nach B laufen und mir hier alle Zellen von innen angucken. Oder was? Gott sei Dank. Alter, wer bist du? Oh Gott. Sieht der mich? Also sehen kann er mich nicht, weil die Augen anscheinend zugenäht sind, aber hört er mich? Ich werde mal lieber nicht rennen. Okay, da sind wir vorbei. Hier kommen wir nicht weiter. Dann gehen wir mal hier rein. Row 3. Oh nein, Alter. Schleichen jetzt hier noch so Irre über den Flur? Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Was sind das hier? Abgerissener Arm? Alter, nee. Oh, ich geh mal hier in die Block B Security. Ganz leise. Okay. Gut, hör mal so. Das Gute scheint anscheinend zu sein, dass wir halt wirklich den Weg sehr klar vorgegeben bekommen irgendwie. Und nicht so viel Abzweigmöglichkeiten sind, dass man jetzt sich halt groß verläuft.
Was jetzt das Spiel aber nicht unbedingt entspannter macht, muss ich sagen. Und man muss sich mal überlegen, also ich weiß jetzt nicht, ob es für euch genauso intensiv ist wie für mich, aber ich finde das schon ziemlich heftig. Also mit Kopfhörern, es ist schon krass. Oh, da ist schon wieder so ein Typ. Oh, hier ist aber schön sauber. Oh, okay. Von mir nicht berühren oder irgendwas. Was eine Scheiße. Okay. Er landet. Leise. Oh Gott. Okay, wir müssen hier anscheinend einfach so umlaufen oder irgendwas. Ich gucke jetzt auch nicht an. Diesen Mausch nie. Oh, da ist Ende. Da ist Ende im Gelände. Die Dining Hall. Okay. Lass mal was zu futtern holen hier. Das sieht ja gut aus. Was ist heute? Heute ist Pizzadienstag. Ah, toll. Wunderbar. Was gibt's hier Schönes? Eine Hand? Ach, hatte ich gestern. Nee, hatte ich jetzt keinen Hunger drauf. Da ich mal weiter. Oh Gott. Kitchen. Oh, nicht doch. Nicht doch. Schinken hier, ey. Na, hier wird noch selbst gekocht. Ja. Wie man sieht. Okay, hier kann man nicht lang und hier kann man auch nichts machen. Ja, ruhig durchatmen. Und weiter geht's. Oh, durchatmen. Zelle 1. Warum lande ich hier? Lauf ich im Kreis? Gab's doch das Gefühl, immer wird's. Was? Wie? Nein! Lass mich! Ah! Okay. Nein, sag mir nicht, ich bin ganz am Anfang jetzt. Muss ich jetzt hier wieder? Ah, nee. Ah, das ist ja cool. Das ist ja cool. Hier unten, so unten. Ja, ich kann nicht lang, okay. Alles klar, also er reagiert wirklich auf Geräusche. Also dürfen wir auf jeden Fall nicht rennen und auch nicht durch Glasscherben laufen. Was wir generell nicht machen sollten. So, okay, die Arsenpillen, die lasse ich mal da. Ist ja nicht so, dass man die nehmen könnte. Ja, es scheinen hier schon wieder mehrere unterwegs zu sein. Oh Gott, der läuft hier. Okay. Ja, alles gut, Kumpel. Lass mich einfach in Ruhe. Krass. So, ab in Block A. Security. Der Kontrast ist halt auch so heftig, ne? Alles ist schwarz-weiß und du hast dann halt diese Blutspritzer und Lachen überall. Also das ist schon heftig. Das intensiviert diesen Effekt total. Ja, so langsam kann ich auch verstehen, warum er ständig macht irgendwie. Würde mir wahrscheinlich an seiner Stelle jetzt auch nicht anders gehen. Wenn ich so eine Scheiße da träume und du. Man überlege mal, du wachst auf und denkst eigentlich, hey, du bist wach, aber nein, es wartet gleich der nächste beschissene Albtraum auf dich. Also da weg er dagegen. Da weg einfach nochmal dagegen. So, okay, Zelle 4. Oha! Okay, in Zelle 4 ist mal eine ordentliche Party gefeiert worden gerade. So, Zelle 6 und dann. Wake up! Ja, wach auf. Gerne. Sehr gerne. Scheinbar versucht uns unser Unterbewusstsein zu sagen, wach auf. Aber vorher, ab in die Duschen. Okay, dann gehen wir mal erstmal nach oben. Nach oben waren bis jetzt immer so clean. Ja,
Erinnert mich so ein bisschen so an Blade. Bloodbath. Lässt grüßen. Ach, und ein Arm hier hinten. Wunderbar. Schön. Schön. Ja, man kommt doch so blöde selber an den Rücken ran, um sich den zu schrubben. Ist immer gut, wenn man da einfach so einen abgerissenen Arm mit dabei hat. Ne? Ist ja clever. Okay. Und der nächste Block. Kann es gerade nicht erkennen, welcher. Und da kommt schon wieder der nächste da unten. Was ist denn für ein Leichenberg da? Die Kälte ist gerade. Ich war gerade so auf den Typen fokussiert. Okay. Okay. Und es ist ziemlich ruhig. Oh, okay. Da ist der Sound wieder. Nein. Jetzt ist ja wirklich der Zeitfenster zum Herumlaufen irgendwie sehr klein. Möchte ich mal meinen. Was ist denn los? Warum bricht denn hier der Sound jetzt immer ab? Aber. Wie ein großer, wa? Wie ein großer hat das gerade gemacht. Krass. Du hast nichts gesehen. Du hast gar nichts gesehen. So. Okay, da ist so eine Bucht. Da muss ich anscheinend reinlaufen, wenn er kommt. Aber dazu muss ich anscheinend nochmal warten, bis er wieder zurückkommt. Oder ich würde nochmal ganz gerne warten, bis er zurückkommt. Mal schön auf Nummer sicher gehen. Aber Gott sei Dank scheinen auch die Checkpoints ganz fair gesetzt zu sein jetzt hier. Einzige, was jetzt komisch ist, wirklich, dass jetzt ständig die Soundkulisse, also die Musik hier wegbricht irgendwie. Das ist ein bisschen seltsam. So wie jetzt. So, bleibe ich mal hier stehen. So, komm, Kumpel, lauf einfach dran vorbei. Also ich hoffe, dass es im nächsten Raum anders ist. Oh, überall abgerissene Arme und Gliedmaßen, ist das eklig. So, und... Oh, Mann, Alter. Hat aber einer... Schön seine Zelle neu gestrichen. Wunderbar. Also man kennt es ja auch so ein bisschen aus Albträumen, weil wenn sie Sachen so ständig wiederholen. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Thema so aufgreifen soll, weil es kommt einem wirklich so vor. Irgendwie ist halt sehr diese Monotonie dieser ständig sich wiederholenden Zellentüren. Fehlt ja bloß noch, dass wir irgendwo nicht vorwärts kommen oder irgendwo so. Das ist der Klassiker, ne? Du willst rennen und kommst halt einfach nicht vorwärts. So. Nö. Kann ich mal rennen? Ja, mach mal den Ding alleine, Kumpel. Alles klar, bin mal weg. Block A Security. Aber wir sind da schon mal in der Block A Security gewesen. Und hier kommen wir immer noch nicht rein. Wenn's denn dieselbe Tür ist. Und Teller 1. Also, spinne ich oder was? Laufe ich jetzt hier die ganze Zeit? Im Kreis? Wiederholt sich das jetzt einfach bloß? Mein Gott, das ist falsch. Alles ist eine. Ja, lustige Dampferfahrt oder was? Was ist alles eine? Hey, hey, Kumpel. Alles ist eine. Scheiße, die vorne sind lauter Scherben, ey. Nee. Okay. Also wie auch immer, ich komme um die Scherben nicht drum rum. Dann kann ich bloß hoffen, dass hier jetzt irgendwo eine Tür ist. Ja. Ah! Okay. What's going on? I've told you repeatedly to address me as Dr. Smith. You're my sister. I'm afraid you're mistaken. Where am I? You're in a lunatic asylum and have been for quite some time. Why am I here? Why do you think you're here? I don't know. We've reached the end of our session. Please see yourself out.
What? 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 Gabby! Baby, Mann, wo ist meine Schwester? Lass mich noch nicht hängen! Schwelle! Okay, jetzt zeig. Okay. Die Sitzung ist beendet. Wie geht's hier raus? Nein! Lass mich! Lass mich! Ja. Okay. Okay. Ah, tatsächlich hat gerade die Fehler gemacht, bin hier rand. Und hier Walter von der Vogelheide hat sie gehört. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein ständig wiederkehrendes Thema hier irgendwie. Scherben. Und ein gigantischer Leichenhaufen. Okay. Läufst du noch ein bisschen weiter? Wie sollen wir denn das machen? Kommen wir weiter nach unten? Na komm. Okay, kann ich ihn unten jetzt hier? Nein. Das anscheinend nicht. Okay, wie kann ich ihn denn jetzt da irgendwie abklingen? Gabby, hast du noch irgendwas zu sagen? Nee. Blöde Kuh. Okay. Heißt also... Dann können wir ihn vielleicht ablenken, indem wir jetzt hier... Funktioniert. Ich hoffe, der riecht jetzt nicht unser Blut. Boah, dieser gigantische Haufen Leichen, ey. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? So, weiter geht die Journey. Wake up. Ja, gerne, bitte. Lass mich doch aufwachen. Block C, Round 3. Wir haben da anscheinend ein Wasserproblem. Dreams are the enemy of the guilty. Ja, Träume sind der Feind der Schuldigen. Ja, ist wirklich was Wahres dran. Okay, also ich würde sich das jetzt... Will ich jetzt schon wieder ein Glas hier treten? Ja. Gott, is everything... Ah, everything is a lie. Okay, alles ist eine Lüge. Ja, wie auch immer. Dennoch macht uns hier die Lüge ganz schön das Leben schwer. In unserem kleinen Traum. Wo sind denn hier die heißen Girls hier? Wenn man mal träumt. Exit. Oh, Exit. Exit. Oh, was sind das da, Alter? Was sind das da? Oh. Delirium Asylum. Na, das ist ja super. Okay. Der Liefer. Ah, wie? Oh, was? Now you'll never escape. Ah! Oh, what? What? Oh! What? Honey, go back to sleep. Why am I in bed with my sister? What are you talking about? I'm your wife. But... You don't even have a sister. I thought... I'm worried about you. Why don't you get a glass of milk to calm your nerves? Okay. Okay. Er spricht, wie er aussieht, Alter. Okay, also Gabby scheint nicht unsere Schwester zu sein, oder lass mich anders sagen, Gabby scheint unsere Frau zu sein. In manchen Bundesstaaten in Amerika ist es, glaube ich, nicht verboten, wenn Schwester und Frau die gleiche Person sind. Hier bei uns ist es einfach nur ekelhaft. So, Gabby, alles klar, wir haben eine Kerze. Dann machen wir jetzt hier mal los. Können wir hier in den Wandschrank... Jetzt soll ich mir ein Glas Milch holen, Alter. Was bin ich, 11 oder was? Finster hier. Finster ist es hier. So, Badezimmer. Sieht gut aus. Gleich erstmal eine kleine Stunde Revierkontrolle. Ob Gabby überall gut geputzt hat.
Ja, im damaligen frühen 19. Jahrhundert war das noch gang und gäbe. Ach nee, da hatte man wahrscheinlich bei einem Haus von der Größe hat man Bedienstete gehabt. Oh. Sounds. Hat man hier ein schönes. Oh, die. Das ist doch mal ein glückliches Bild. Das ist doch. So steckt mir ein Hochzeitsbild vor. Alter. So, okay, also irgendwie müssen wir anscheinend die Küche finden. Oder die Kuh, je nachdem, was zuerst da ist. Ah, hier ist. Und es sind, glaube ich, jetzt andere. Sind andere Verse aufgeschlagen jetzt? Ja, ne? Vorher war, glaube ich, irgendwas mit Psalm 21 oder irgend sowas. Ich, wie gesagt, kenne mich leider nicht aus, kann auch leider kein Latein. Von daher lasse ich es sein. Und suche die Küche. Viele Türen. Noch ein Schlafzimmer. Merkwürdig aussehen, ja. Soldat. Hier ist keine Tür. Alter. Ey, man verliert hier so schnell die Orientierung. Also ich auf jeden Fall. Wird wahrscheinlich eine Menge Leute von euch geben, irgendwie, die damit jetzt nicht so das Problem haben, irgendwie, die sich wahrscheinlich wie so ein Navigationsgerät daran erinnern können, wo sie so hingelaufen sind. Ich könnte jetzt schon nicht mehr sagen, wie viele Türen ich passiert habe. Und natürlich gehen wir wieder nach unten. Oh, Alter, was ist denn das für ein morbides Bild, ey? Also, eine Uhr? Wer weint hier? Ich höre es doch schluchzen. Oh, Moment, hier, Essgeschirr, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich glaube, wir nähern uns der Küche. Ein Esstisch? Hervorragend. Ein Truthahn, kann ich hier irgendwas nehmen? Messer? Messer ist immer gut. Aber vielleicht sollte ich okay ein Messer in der Hand nehmen hier irgendwie, weil scheinbar werde ich entweder erstochen oder mir werden die Achillessehnen durchgeschnitten oder ich ersteche hier irgendjemanden. So, okay, Mörser, Reibe, das sieht schon mal... Oh, hier, vielleicht, hier. Ja, pfeifst du die rein, die Milch. Und das war's jetzt. Jetzt zieh ich wieder schlafen halt. Oder jetzt zieh ich wieder nach oben, weil schlafen tun wir ja anscheinend noch. Wer hat hier das gute Porzellan runtergeschmissen? So, von hier sind wir nicht gekommen. Eigentlich irgendeine Tür von oben. Na bitte, nein. Hat sich jetzt alle verändert hier? Oh, passiert doch irgendwas. Treppe für Treppe. Und da sind sie wieder, die wunderbaren Puppen. Meine Freunde. Meine Wegbegleiter, die Treuen. Die Finsternis. Oh, Scheiße. Badezimmer. Okay, die Badezimmer sind immer gleich, ne? Ich schaue eigentlich immer nur noch schnell mal nochmal im Waschbecken nach, ob da wieder irgendwie ein paar Zähne liegen oder irgend so ein Schmunz. Weil ansonsten könnte man ja auch sofort eigentlich wieder rausgehen, sobald man halt sieht, okay, das ist ein Badezimmer. General. Okay, das Ende. End of the line. Und das Bett ist leer. Hier ist ein weiteres Türchen. Da gehen wir durch. Aber wir sind vorhin nicht durch den Schlafzimmer gegangen. Also, das Haus verändert sich definitiv. Und es... Was? Was nun? Okay, lauf... Nein. Okay, ich würde es jetzt vielleicht noch zwei, dreimal probieren. Ansonsten gehe ich mal durch die Tür, durch die ich gekommen bin, wieder raus.
Okay. Badezimmer. Verkehrt rum. Nein, jetzt lass mich hier bitte nicht wieder durch sechs Bade, durch sechs sondern Schlafzimmer laufen hier. Okay. Das ist nur eins. Das macht es jetzt nicht weniger unheimlich. Ein Bad. Ist hier eine Tür? Nee, ist er nicht. Dann lass uns wieder rausgehen. Und weiter. Durch die Dunkelheit. Okay, eine Tür. Oh, you. Ach, na, du siehst ja schon fast ein bisschen sympathisch aus, irgendwie. Oder halt nicht ganz so depressiv. Aber bei wem sieht man sowas schon? Scheiß eine Krankheit. Was? Gucci, Gucci, Gucci. Oh, fuck, Alter. Sag mal, darf doch jetzt hier nicht alle tausend Ecken gehen hier. Okay, I walk this way. Und hier ist mein Schlafzimmer. Lebensbejahende Bild an der Wand. Kommode. Und raus. Und tatsächlich tendiere ich so ein bisschen dazu, immer ein bisschen langsamer zu laufen, weil diese ständige Heulhechel von dem Typen irgendwie mir echt auf den Pinsel geht. Was? Ja, gerne. Ich würde gerne... Oh shit, Alter. Was kommt denn da? Oh! Wie? What? Hallo? Ist sie weg? Okay. Okay. Gut. Gut. Ach, hey, was haben wir denn hier? Für das Jagdzimmer. Na, wie schön. Der Trophäenraum. Okay, wir haben hier zwei Türen. Oh. Okay, warte mal, ich gehe erstmal kurz in die andere Tür. Vielleicht führt die nur zu einem kleinen Abstellraum oder irgendwas. Ja. Oh, und? Eine Glasflasche, eine zerbrochene. Na, wer weiß, was wir damit wieder gemacht haben. Okay, gut. Dann ab nach oben. So, und jetzt könnten wir überlegen. Wir laufen mal nach oben. Ja, Kinderlachen. Wie schön. Wie erheiternd. Oh, das ist... Ach Gott, Alter. Auf mich wirkt dieses Spiel so. Auf mich wirkt dieses Spiel so was von beklemmend und bedrückend. Das ist echt heftig. Heftig. Und da sieht man, muss halt nicht immer die ultra übelst krasse Grafik sein. Krasse Grafik sein. Das ist. Was ist denn das? Das ist das. Mädchen mit Messer oder was? Eine Axt? Oh Gott. Ja, das ist irgendein Mädchen mit ausgestochenen Augen. Anscheinend müssen wir bloß irgendwie ein bisschen von ihr weglaufen, damit sie verschwindet. Gut zu wissen. Oh, fuck, Alter. Da ist irgendwas nach uns gegriffen? Auch ein schöner Klassiker, ne? Schön, wir gehen die Kellertreppe runter und irgendwas greift von hinten durch die Treppe an unsere Füße. Oh.
So, aber das kann doch jetzt nicht irgendwie das Ziel sein, jetzt irgendwie das Schlafzimmer zu finden und sich dann hier hinzulegen oder was? Also. Ach, so ein pseudo-selbstbewusster Typ so. Mein Name ist Cedric. Keine Ahnung. So. Komm mal hier rein. Wieder ein Schlafzimmer, ne? Ja, Schlafzimmer. Ohne Tür. Dafür mit Brot. Ist okay, Alter. Jetzt hängt man sich einfach mal und überlegt, so im Schlafzimmer hängt man sich so ein Bild von so einem Brot hin. Hier ist bestimmt ein Bäcker, der hier schläft. Das ist mein Lieblingsbrot. Oh, das bringt meine Säfte in Wallung. Dieses Brot. So. Und da ist schon mehr. Ja, dieses, was auch immer hinterher schleift, hinter sich, ob nur Messer oder Axt oder sonst irgendwas, erinnert mich so ein bisschen so an Pyramid Head aus Silent Hill, ne? Mit seinem Riesenschwert. Ja, da kommen ja auch die Tränen. So, dadurch, dass ich hier ständig immer in gewissen Intervallen immer die eine Taste drücke irgendwie, ich weiß ja nicht, Shift, keine Ahnung, schaltet der irgendwann so einen Einrastmodus. Alter, was? Die Küche? Warte mal, Moment. Hier nur eine Tür weg? Nein! Was ist denn das? Würde ich jetzt hier... Schöner vergammelter Puter da auf dem Tisch. Wunderbar. Da nehme ich mir noch gleich nochmal einen Snack, ey. Oh. Und wir sind in der Küche, in einer anderen Küche. Wie viele Küchen sind hier? Hier, das sieht mir nach einer kleinen Abstellkammer aus, ja. Wo es nichts zu holen gibt. Tatsächlich möchte ich auch ehrlich gesagt die Kerze jetzt nicht loswerden. Selbst wenn wir jetzt hier irgendwie eine Axt oder so einen Schmabums finden, dann ist die Kerze wieder weg. Und hier ist Tür. Ich gehe erstmal in Tür. Open the door. Und Schlafzimmer. Wieder raus mit uns. Okay, sie kommt immer weiter auf uns zu. Diesmal verschwindet sie anscheinend nicht so schnell. Okay. Das ist ja mal ein fieser Trick. Das ist ja mal ein fieser Trick. Da flitzt man extra fast in die andere Richtung und läuft dir noch in die Arme, denn. Das ist fies. So, Gott sei Dank hält die Kerze hoch und die geht nicht einfach irgendwie aus. Ach, leck mich doch, Alter. Ach, leck mich doch! Was soll denn das? Ey! Was ist das? Hört das Spiel mit, was ich sage? Ja, hol tief Luft. Atme tief durch. Und dann geh weiter durch die Dunkelheit. Okay, okay, okay. Das ist ja ein tolles Zimmer. Das ist ja toll hier. Alter, war das jetzt überall unsere Schwester, Frau, Gabby, Tochter, was auch immer? Ah, Psychiaterin meine ich? Oh shit.
Ja, das muss jetzt für euch Zuschauer wahrscheinlich richtig geil sein. Also ihr seht es einfach so wie so ein Bild, so ein schwarzes Bild mit weißen Streifen so von links nach rechts läuft einfach. Und jetzt wieder andersrum. Ach, großartig. Stellt euch einfach vor, was passiert. Ja, wahrscheinlich, ne? Soll auch, denke ich mal, simulieren, so ihr seid komplett im Dunkeln und wisst nicht, was um euch herum passiert, außer auf das, was ihr mit den Ohren aufnehmt, was ihr hört. Kann natürlich auch sehr effektvoll sein. Uiu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 
greifen mich doch gleich. Ich seh doch, komm. Okay. Ja, na bitte. Da haben wir doch noch eine schöne Katakombe irgendwo gefunden. Mitten im Wald. Da gehen wir doch rein. Bitte dich. Ja, jetzt sagt mal selber. Ne, Freunde, da geht doch irgendwas ganz gewaltig schief in der Psyche. Und dann immer wieder diese Puppen. Puppen mit Blumensträußen. Und wir lächeln. Also hier bin ich noch nicht hintergestiegen. Was jetzt... Was die Aussage dessen sein soll. Mal ein zerstörte Puppengesicht irgendwie. Mal ein lächelndes. Mal ein schmollendes oder ein zorniges. Zimmer? Das erinnert mich so ein bisschen an meine Mutter. Und, also eigentlich an meine Eltern, ja. Als ich damals von zu Hause ausgezogen bin, lang, lang, lang ist her, sagte meine Mutter, na endlich kriege ich mal mein Nähzimmer. Und sofort sieht mein Vater, wie er hellhörig wird. Was? Ja, was? Ein Nähzimmer, kannst vergessen. Das wird ein Computerzimmer, ein Arbeitszimmer. Ach, großartig. So, ihr könnt ja mal raten, was das geworden ist. So, okay, hier hat wieder einer ein bisschen mit Pfandgut gespielt und wir laufen mal durch. Oh, shit, Alter, also das tut mir wirklich weh. Das tut mir wirklich weh, wenn ich das sehe. Dann nehme ich doch lieber hier das Brotbild. Ich muss wirklich sagen, ich finde dieses Spiel wirklich, wirklich, wirklich unheimlich. Das ist, obwohl es so lachsig gezeichnet ist und der Typ aussieht wie der letzte Lauch. Wirklich. Ganz, ganz krass. So, du, siehst aus wie Bankangestellter. Geht's. Und ich frage mich wirklich, kommen wir jetzt hier irgendwo mal an? Ah, nein! Scheinbar kommen wir nicht an. Aber, ne, wie gesagt, sehr fair gesetzte Checkpoints, muss man mal wirklich sagen. Wir starten im Zimmer des Bankangestellten. Wäre wahrscheinlich auch fraglich gewesen, wäre ich vorher nicht reingelaufen, wo wir denn gestartet werden. Okay, also an dem muss ich jetzt hier wieder vorbeischleichen, gleich. So, hier Kumpel. Wo läuft er? Läuft er oben? Läuft er unten? Na, er läuft oben. Meine Fresse, das ist ja groß. Was war denn los? Wieso? Wieso hat er mich jetzt gesehen? Oder, wieso hat er von mir Wind bekommen? Das fand ich jetzt komisch. Da gucken wir nochmal. So, kannst du mal Luft holen? Ja, danke. Kann mich ja nicht wahrnehmen. I'm walking in the shadows. Naja, scheiße, ja, für ihn, der blind ist. Ein bisschen weiter nach unten. Ah, das ist ja fies. Läuft er mit mir mit? Ne, okay. Er läuft ja auch nach oben und ich habe ihn jetzt hoffentlich umlaufen. Gangen. Und wunderbare, widerliche Musik setzt ein. Und es geht so weit nach unten, ey. Thank you.
Ich weiß jetzt gar nicht, symbolisiert das jetzt irgendwie die Stufen des Unterbewusstseins, die wir jetzt hinabsteigen? Okay. Okay, alles klar. Und wir haben den Friedhof wieder erreicht. Edgar Dye Taylor. Bob Ball. Vorsicht, ich hab meinen Ring schon vergessen. Warte mal. Oh shit. Oh komm, ey, Leute. Also es ist schon heftig. Es ist schon heftig. Gabriel Black. Ach nein, nicht jetzt. Oh, bitte nicht. Kevin A. Smith. Oh. Das darf doch nicht wahr sein. Und natürlich noch eine Treppe nach unten. Wie gesagt, ich traue mich jetzt ja nicht zu rennen irgendwie, sagte er und fing an zu sprinten. Weil ich jetzt wirklich denke, dass jetzt hier irgendwelche Psychopathen jetzt hier rumlaufen. Und hier ist schon mehr so eine beblümte Puppe. Gesicht entsetzt, kaputt. Also könnt ihr euch da irgendwie einen Reim draus machen? Ich tatsächlich für meinen Teil nicht. Also soll das jetzt irgendwie als Wegweiser dienen oder... Was soll's? Ich versteh's nicht. War das hier mit? So. Ja, aber das Problem ist halt, wenn ich jetzt hier anfange, Lärm zu machen irgendwie und dann hier wirklich irgendwo noch so ein Psychopath rumspringt und mich dann sofort angreift, dann ist blöd irgendwie. Dann ist wirklich blöd. Ach, guck mal hier. Das ist der Lustige aus der Truppe. Ich trinke gerne mal einen Martini in einem Whiskyglas. Randvoll. Okay, da vorne jetzt um die Ecke. Hier haben wir nochmal. Ah, sehr schön. Können wir vielleicht nochmal zwischenspeichern quasi. Ui, wer weiß wieso. Uns hinter dieser Ecke erwarten. Das Gekicher verbirgt nichts Gutes. Oder verspricht nichts Gutes. Ja, die hat tatsächlich auch so ein Pyramid-Head-Säbel. Joker-Lächeln. Oh Gott. Die Frage ist, kann die mich sehen? Die läuft ja nach oben. Ha! Ja, okay, sie. Frage beantwortet? Ja. Okay. Ja, na gut, dass wir jetzt hier nochmal zwischengespeichert haben. Und jetzt ab um die Ecke. Die Frage ist, wie lange verfolgt ihr uns? Okay, muss ich einfach wegrennen und sie ist... Also scheinbar braucht man bloß einen gewissen Mindestabstand zu ihr. Und sie verschwindet. Okay. Und Gott sei Dank geht hier mal eine Treppe nach unten. Weil wir sind schon lange nicht mehr nach unten gestiegen. Ab in Etage 20 minus.
Oh, shit. Kurz an ihr sehen. Und schon wieder Zellen. Okay, alles klar. Thomas? Sind wir Thomas? So, Doctor's Office. Oh, Leute. Was ist denn... Ja, Storage wird jetzt nicht drin sein wahrscheinlich. Ja, genau. Außer da Eingeweide in der Ecke liegend. Boah, echt jetzt? Okay, jetzt kommt es mir langsam so ein bisschen vor, als wenn jetzt das Spiel so ein bisschen gerade gestreckt wird von den Entwicklern. Was? War? Wie? Wie? Wo? Wie? 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 Lass mich mal. Aber nicht doch, mein Freund. Verpissung. Hau ab. Schnell. Oh. Oh. Und wie gerade so meckerte. Ja? Mensch, ist ja aber langweilig jetzt hier. Komm. Speckbaby. Monsterbaby. Oh, komm. Und jetzt sind wir wieder im normalen Haus. Das ist doch... Was ist das für ein kranker Shit hier, Alter? So, okay. Das ist hier alles wunderbar schön rot. Und was ist das denn jetzt? Haben wir... Nee, ah, doch nicht. Ich dachte, jetzt haben wir hier wieder nur die Bibel zu stehen. Und Teddy. Können wir ihn nehmen? Teddy! Na, nimm doch. Nimm den Teddy. Hey, Schaukelpferd, was sich von alleine bewegt. Aha, noch ein Kinderzimmer. Blutiges Kinderzimmer. Blumenpuppe. Okay, das ist ja mal was Neues. Überhaupt nicht verstörend. Überhaupt nicht verstörend. Wunderbar. Alter, das wird ja mal schlimmer hier, ey. Ja, Mäuschen, lass dir schmecken, ne? Iss dich mal schön gesund, danach aber Zähne putzen, weißt du, ne? Kann ich jetzt hier... soll ich's einfach essen lassen, oder was? Ich kann doch nichts machen. Ist das eigentlich? Ich muss weg. Nein. Oh, scheiße, nein. Na, das geht doch in die Hose. Das geht doch kaputt. Das geht doch kaputt. Das geht doch... Ich seh doch, komm. Scheiße, ey. Der Schrei klingt aber auch wirklich immer hart, ey. Ey, tatsächlich habe ich auch das dringende Bedürfnis, genau wie, ich nenne ihn mal Thomas, jetzt hier endlich mal aufzuwachen. Weil es ist wirklich übel. Oh, krass. Was ist das? Ja, wir haben uns hier eine Sicht drauf geschneidert an die Hannibal Lecter oder was hier auf die Puppe oder was haben wir gemacht? Oh Gott. Alter, lass mich doch jetzt hier bitte aufwachen. Vorher spielt nur eine Runde Billard. So, können wir mal ein bisschen die Eingeweide beiseite räumen, das ist ja ekelhaft. Das Gedärm. Oh nee. Oh nee. Och Gott. Das ist jetzt hier sein Hobbyraum oder was? Oh Gott! Oh nein! Oh. Also wie gesagt, ich bleib dabei irgendwie. Der hat Frau und Kind verloren irgendwie. Und kommt darauf, mal ganz blöd gesagt, nicht mehr klar irgendwie mit seinem Leben. Okay, das
ist entweder eine sehr große Treppe oder irgendwas passiert. Die Optik ist jetzt anders. Nicht enden wollende Treppe. Oh. What? Okay. Dear Thomas, I'm leaving you. I'm sorry. You can't talk me out of it. I still love you, but I just can't be with you anymore. Losing our daughter was hard on me too, yet I'm trying to move on. Your life didn't end, so why can't you live it? I hope you can get past this tragedy eventually, I really do. I guess this is goodbye. Love, Gabrielle. Oh, krass. Also er hat wirklich sein Kind verloren. Krass. Krass. Okay. Ja, er hat sein Kind verloren und über den Verlust ist er nicht hinweggekommen. Ja, seine Frau hat ihn, ihr habt es selbst gerade gelesen, verlassen. Krass. Also, krass. Wir muss man erstmal sagen, dass es ja wie so ein Schlag in der Magengrube hier gerade wirklich, dass sich das doch wirklich bestätigt hat. Oh, heftig. Heftig irgendwie. Aber letztendlich, ich kann mir gar nicht mal ansatzweise vorstellen oder ausmalen, wie sich das anfühlen muss, irgendwie sein eigenes Kind zu verlieren. Also von daher, ja, wahrscheinlich fühlt sich es genauso an. Einfach ein nicht enden wollender Albtraum irgendwie. Ich gucke kurz. Oha, okay. Der Albtraum geht weiter. Es gibt anscheinend insgesamt 3 Enden, wie ich das jetzt hier so sehe. Und ja, hey Leute, wenn ihr wissen wollt, wie die anderen 3 Enden aussehen, dann holt euch das Spiel, unterstützt damit ein bisschen die Entwickler irgendwie, spielt das mal selber und taucht mal in diesen wirklich nicht enden wollenden Albtraum mal selber ab irgendwie. Und ja, versucht mal die Enden selber rauszuspielen irgendwie. Mir hat's ziemlich, naja, Spaß gemacht, kann man jetzt nicht sagen, ne? Es war schon echt heftig, aber ich fand's ein wahnsinnig intensives Spiel und es hat, ja doch, komm, es hat Spaß gemacht irgendwie. Und ja, hey, wenn euch das Projekt gefallen hat und ihr vielleicht andere Projekte sehen wollt, dann seht euch noch ein bisschen auf dem Kanal um. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Spiel. Bis dahin, ciao.